Ja, es ging und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend Croft Manor. Yeah. Ich wollte noch den Croft Manor machen und ja, ich halte mein Versprechen. Irgendwann Croft Manor, ich war auf der Suche nach bestimmten Artefakten. Jo, hier sind wir. Können uns frei bewegen. Wir haben ihn ja nur in den Zwischensequenzen gesehen. Na, was sagst du denn so? Guten Tag. Das ist Sid. Hi Lara. Hallo Sid. Hast du... Der hat nicht den Mund bewegt. Okay, auf jeden Fall... Da ist der Enterhaken drin. Davon müssen wir hier erstmal, glaube ich, noch hinter. Hier in der Hocke und gar nicht die Tastatur berührt, aber mal... Oh. Nochmal von neu. Nein. Ich habe gesagt, wenn man es nicht verstanden hat gerade... Ich wollte noch den Croft Manor machen, also ich fasse jetzt ein bisschen zusammen. Ich wollte den Croft Manor machen, hab's gestern gemacht, ich halte mein Versprechen. Können wir mit ihm reden? Nein, können wir nicht. Ja, wir haben das nur in Zwischensequenzen vorher gesehen. Ich habe mich schon wieder versprochen bei dem Wort Zwischensequenzen. Der hat gerade nicht seinen Mund bewegt, als er mit Hi Lara gesagt hat. Wir knien hier und berühren nicht die Tastatur, aber geben trotzdem was ein. So, zusammengefasst, dahinter ist der Magneta, den nehmen wir uns. Auf geht's. Jetzt geht's. Auch endlich los. Ich habe vergessen, mein Mikrofon runter zu machen. Es war immer noch ja halt so an den Headset dran, an den Kopfhörern. Das ist eine Platte. Auf jeden Fall, wo geht's jetzt erstmal rein? Zu Alistair, war der hier drin? Ich weiß nicht. Ja, da gibt's immer so schöne Gänge hier zum nächsten Raum. Erstmal können wir ein paar Stunts machen hier. Wohei. So. Bam. Ach nee, hier war das Anziehdingens. Müssen wir den Schalter betätigen, den Schalter. Ja, ich habe gesagt, es ist blind. Das meiste ist auch blind. Ich weiß nicht mehr die Rätsel. Ich weiß nur noch, wie man die beiden Sachen bekommt. Und irgendwas mit Alistair und ach, keine Ahnung. Hier war ein Schatz, oder? Ne, hier sind Stiefel. Unsere Stiefel. Ah doch, hier war noch ein Schatz. Jo. Hier, das ist ja ihr Schlafzimmer. Hier können wir auch unser Outfit wechseln. Nämlich hier. Legend, Biker. Was war das in England? Biker, rote Jacke. Biker, keine Jacke. Haben Klassisch, das ist in Japan, klassisch, war das in der Rückblende in Peru, klassisch grau, ist das halt nur grau. In grau, Winter, haben wir auch schon gesehen, in Nepal, nee, in Kasachstan. Und keine Jacke, die hat sich hier ausgezogen, das ist eine Catsuit. Das wird die Männer noch erfreuen. Nein. Special Forces. Jo. Yeah. Special Forces Stadt. Dasselbe in grau und Sport. Ja, nehmen wir den Sportanzug. So, gehen wir wieder raus. Dann war in der anderen Tür Alistair drin. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich so eine Folge mache, weil passieren tut ja nicht wirklich viel und die Dateien werden, glaube ich, auch nicht so groß werden. Naja, mal gucken. Wahrscheinlich so 15 Minuten werde ich machen. Das können wir mit den Enterhaken ziehen. Da ist ein Schatz drin, habe ich gerade gesehen. Dann auf der anderen Seite können wir das Ding anschießen mit unserer Pistole. Okay, dann zähle ich halt. Bam. Bam, bam. So. Noch ein Schatz. Jetzt gehe ich erstmal zu Alistair. Der ist hier drin. Krass, ich habe gedacht, ich kenne es nicht mehr so gut, aber... kann mich, wenn man dann da ist, dann kann man sich an alles wieder erinnern. Naja, nicht an alles, aber an das meiste. Hier ist Alistair. Jo. Hier ist unser Lichtsystem. Du gehst nicht nach draußen, oder? Nicht solange es da drin so viele interessante dunkle Orte gibt. Wo guckst du hin? Na egal. Wir müssen
die Bücher hier in einer Reihenfolge ziehen. Da ist noch eins grün, rot, blau, habe ich da unten gesehen. Da ist blau und unter uns ist rot. Und dann ist hier noch gelb. Ich weiß nicht mehr, die Reihenfolge, die müssen wir nochmal ausprobieren. Hier ist erstmal ein Schalter. Oh, cool. Wusste ich nicht mehr zum Beispiel. Und ja, was... Gelb... Ach, sie will nicht. Okay, das macht die Sache natürlich einfacher. Wenn sie die Kombination weiß. Okay, grün will sie auch nicht. Dann müssen wir mit rot oder blau anfangen. Blau will sie auch nicht. Rot meine ich und... Blau. Glaube ich ja. Okay, dann müssen wir erstmal das hier einschießen. Bist du sicher, dass die Kugeln nirgends abprallen und meinem kurzen und vielversprechenden Leben ein vorzeitiges Ende setzen? Keine Sorge, Alistair. Die fallen wie Blei auf den Boden. Ich habe doch versprochen, dass sich der Zwischenfall von zuletzt nicht wiederholt, oder? Oh, der Zwischenfall von zuletzt. Was hat das denn zu bedeuten? Okay, hier ist auf jeden Fall... Hier sind auf jeden Fall Schalter. Da müssen wir auf den einen das Bücherregal stellen, auf den anderen müssen wir drauf. Die beiden hier. So, und dann gehen, glaube ich, die Bücher raus. Okay, das zählt nicht als draufgestellt. Ja, komm her. Moment. So. Jetzt. Dein Enthusiasmus beeindruckt mich, Lara. Spar dir deinen Sarkasmus, Alistair. Das gehört sich nicht. Der arbeitet hier nur und ist so faul, aber... Ich habe Winston gebeten, einen Griff für dich anzubringen, aber er hält es nicht für nötig, etwas zu tun. Er dachte wohl, das war eine rhetorische Frage. Dumm gelaufen. Oh. Okay, wie können wir jetzt da rein? Können wir jetzt vielleicht die Bücher rausziehen? Auch nicht. Wie ging das denn nochmal? Ach. Aha, aha. Mein Angebot, dir auf eine etwas weniger chaotische Weise zu helfen, ist sinnlos, nehme ich an. Welches Angebot? Und was heißt hier weniger chaotisch? Na trotzdem, danke. Ich finde es ausreichend. Naja, so. Hier können wir rein. Und sehen ein paar Kisten. Die zerschießen wir natürlich. Kisten haben wir nichts zu suchen. Ein Schatz. Wer? Eine Fige, einen Kopf mit einer Zunge. Wir tippen auf die Zunge und eine Tafel tut sich auf. Okay. Ne, da geht's raus. Ah, da ist ein Schatz drin. Hab's doch gewusst, hier war irgendwo ein Schatz drin. Also ich hab's gedacht, ich hab's nicht gewusst. Über den Wassern wenden sich zwei Schwestern den Rücken zu. Auf dass der Pfad unbewacht bleibe. Reizend. Jupp. Der erste Hinweis auf unser erstes Rätsel, das wir lösen müssen. Und wo kommen wir denn raus, wenn wir die Zunge antippen? Hm? Unser Schlafzimmer? Oh, ja, Tatsache. Okay. So, jetzt müsste man natürlich wissen, was das bedeutet. Über dem Wasser wenden sich zwei Schwestern den Rücken zu. Oder so, ich weiß nicht mehr genau. So, die hier können wir auf jeden Fall runterziehen, dass wir gleich hier rüber können. Nur weiß ich nicht mehr, was da war auf der anderen Seite. Gar nichts. Schön. Das brauchen wir später nochmal, glaube ich. Aber jetzt bringt das noch nichts. Denn wir gehen erstmal hier rein.
5 Minuten. Der Gang sieht schön aus. Ist schon cool, so ein großes Anwesen. Ja. Wasser. Da oben sind die zwei Schwestern, die seht ihr gerade nicht, aber egal. So, hier sehe ich doch erstmal eine schöne... einen schönen Kopf. Ich will mal Figur sagen. Das ist ja keine Figur, es ist nur so ein Kopf. Mit einem Schalter. Ja, der Schalter macht eins der Tore auf. Oh, da ist ein Schatz. Ich wollte schon sagen, hier ist doch irgendwo ein Schatz. Okay, ich will mal schneller, Lara. Nimm dir den Schatz, bitte. Dankeschön. Und Auftauchung. So, die können wir rausziehen. Brauchen wir alles für später. Oder für gleich, eher gesagt. Jo, dann... ist hier ein Schatz. Cool, ich bin genau richtig gelaufen. Ich wusste, dass hier irgendwo noch ein Schatz war. So, dann kamen wir... dadurch, glaube ich, hier rauf. Nein. Wie kamen wir nochmal darauf? Ich glaube hier rauf und dann da weiter. Oder? Sieht so aus. So, warten, bis sie abspringen kann. Jo. Zurückspringen und tada, wir sind oben. Ja, die zwei Schwestern über dem Wasser. Steinsprungbrett mit einem Goldschatz drauf. Die müssen wir so ausrichten, dass sie sich so kreuzen. Die mit ihren Stäben sperren. Noch nicht. So und... nee. Wie soll das denn sein? Ich glaube, es soll parallel zu den Abbildungen sein da unten. Aber irgendwie wird das nix. Mein Nichtpunkt muss, glaube ich, genau hier sein. Das kann ja gar nicht sein. Also mache ich das mal ein bisschen weiter hier hin. Das mal ein bisschen weiter dahin. Die geht gar nicht weiter. Die geht auf jeden Fall weiter. Wie ging das nochmal? So. Und so. Kein Plan. Ich richte die mal richtig aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Okay Leute, ganz simpel. Man musste die einfach nur bis da ran schieben, bis es nicht mehr weitergeht. Ja, okay. Das kam jetzt hier raus. Was macht der Schalter? Der macht das hier. Auf, okay. Mal gucken, wo der hinführt. Oh, ich wollte einen Hechtsprung machen. Egal. Ja, Lara, danke schön. Oh, ein Schatz. Aufheben bitte. Weiter geht's. Okay, das geht automatisch auf. Da ist ein Schatz. Wir sind in der Sportanlage. Hier mache ich aber erstmal einen Schnitt und ja, bis zur nächsten Folge. Bam.